Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe tatsächlich das Problem mit dem Silo und der Silage geregelt. Es ist leider so passiert, dass ich einen neuen Spielstand anfangen musste und wieder alles zu errichten, wie es bis jetzt war. Ich erkläre euch mal ganz kurz wieso. Und zwar hatte ich noch eine alte Version vom Miles Plus Forge Extension, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hatte ich die 1.2er Version drin, man braucht aber die 1.3er und dann hat sich das irgendwie aufgehangen und irgendwie was falsch reingeschrieben oder außer, dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Dann habe ich auf jeden Fall einen neuen Spielstand angefangen. Ich habe jetzt hoffentlich alles wieder so hergerichtet, wie es war. Hier habe ich mir jetzt einmal gesagt, hier kommt die kleine Gewichteabteilung rein, da stehen ein paar Gewichte. Sämaschine ist die gleiche, Gruppe ist auch der gleiche, nur die zwei Lampcamp-Flüge sind weggekommen. Da haben wir jetzt einen, glaube ich, 6 Meter tiefenlockere ist das, ist gleich wie im Flug eigentlich. Unser kleiner Landdüngerstreuer, der 7530 Premium, der kleine 6M, der Anhänger, glaube ich, das einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist, der hat noch einen roten Boden und noch keinen schwarzen. So, wenn man das auch geregelt, kann das auch nicht mehr nerven, passt. Das Schüsselchen, der Hund, ist natürlich auch wieder da, kriegt auch manchmal gleich wieder Futter. Der Anhänger mit den Saatgutpaletten ist weggekommen, weil wir ihn einfach nicht gebraucht haben, nicht genutzt haben. Der ist nur rumgestanden und hat keinen Sinn gemacht, deswegen den habe ich verkauft. Hier steht auch alles so, wie es war. Hier steht der Steier, wer ihn schon gesucht hatte. Ich glaube, ein paar mehr Lichter sind es geworden, die ich platziert habe. Aber ich finde es einfach schön, wenn der Hof ein bisschen ausgeleuchtet ist. Hier ist eigentlich auch alles wie vorher, Ballenwagen und so ganze Sachen. Das Einzige, was neu ist, ist dieser Ballenwickler von Kuhn. Den haben wir tatsächlich von dem Geld, was wir von der Silage bekommen hätten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es waren. Aber könnt ihr euch selber mal ausrechnen. Ich glaube, irgendwas mit knapp 300.000, glaube ich. Ich habe jetzt leider vergessen, den Screenshot davon zu machen. Aber ich hoffe, ihr glaubt es mir einfach auch mal so. Mehr davon habe ich auf jeden Fall den gekauft. Und wir haben jetzt noch 261.000. Und ich würde sagen, davon kaufen wir uns auch mal ein bisschen Schweinchen oder was anderes. Hier habe ich tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen mehr Deko hingemacht, ein paar Bäume, ein bisschen Busch. Hier stehen auch die zwei Reischanhänger. Die Halle ist eine andere geworden, weil wir immer Probleme mit dem Drescher hatten und dem Reinfahren. Das ist jetzt schön, hier ist auch alles richtig gut eben. Und der Drescher samt Schneidwerkswagen stehen halt jetzt eben da drinnen. Hier ist auch was Neues dazugekommen, und zwar ein Ballenlager. Das sind auch schon unsere, gibt es irgendwo eine Anzeige, unsere Heuballen drin. Da, Heu. 144.000 Liter, 16%, und die liegen hier drin. Hier kann man noch Stroh reinlagern. Hier ist die andere Halle, ein anderes Silo ist geworden, und zwar ein Mehrzwecksilo, da wo alles reingeht. Also auch Frischmais, Luzerne etc., was bei dem anderen halt nicht ging. So ist eigentlich nicht viel verändert worden. Hier habe ich noch ein paar mehr Bäumchen hinplatziert. Die Straße habe ich hier ein bisschen schöner gemacht, hier bei der Kurve, dass da nichts mehr drüber backt. Hier ist noch ein bisschen ganz leicht, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen versucht, die Karte ein bisschen schöner zu gestalten. Ich kann noch mal ganz kurz einen Überblick von dem ganzen Hof geben, was wie jetzt aussieht. Da drüben ist, das war vorher eigentlich auch schon so. Das Einzige, was ich auch noch ein bisschen geändert habe, ihr seht schon da vorne beim Händler, die Silo verkauft. Ich wollte halt immer nicht mit Paletten rumhantieren, weil das ist eher dann was für ein Realismusprojekt. Und nicht für hier, weil die ganzen Paletten da immer und am Händler rumstehen. Nee, das lassen wir. Ich habe da jetzt drei Silos hinplatziert, wo man drunter fahren muss und auffüllen. Da kostet es halt ein bisschen was. Einmal Saatgut, einmal Kalk und einmal Dünger. Und dann haben wir hier noch Spritzmittel, habe ich auch hinplatziert. Und so hat sich eigentlich nichts verändert. Maschinentechnisch ist alles gleich geblieben. Bis auf Eier, genau, das muss ich euch kurz zeigen. Hier steht der Häcksler schon parat. Und zwar haben wir einen anderen Straten, und zwar einen Dreiachser. Ich habe da einfach den anderen hier abgeschnitten und da was anderes noch dazwischen gepflanzt. Haben wir eine Achse. Und zwar, weil tatsächlich, ich habe alles wieder wunderschön hingebracht, alles läuft supi, alles. Dann versuche ich, denke mal, so, ja, bevor wir die Aufnahme starten, machen wir einen ganz kurzen Test, fahren einmal ein bisschen rein, füllen den Anhänger ein bisschen auf. Und dann ist mir aufgefallen, der funktioniert ja auch nicht. Wenn es im Silo runtergefahren ausgeht, der funktioniert nicht. Da mir, vielleicht funktioniert etwa der Anhänger nicht. Anhänger verkauft, anderen Anhänger gekauft, funktioniert. Also, Leute, den, wo man vorher hat, den habe ich jetzt noch drin. Ich zeige euch nochmal ganz kurz.
Also wenn ihr mit Palais Plus, ich weiß nicht wieso, aber der hat ja auf jeden Fall bei mir nicht funktioniert. Und zwar ist es auch ein Strautmann gewesen, der 2 Alpha, den kennt ihr ja. Das schöne Teil hier. Also so funktioniert er einwandfrei, alles super, alles gut. Aber ich kann mit dem nicht im Silo abkippen. Ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist eigentlich alles der Punkt, der jetzt das weiterführen, aber keine Ahnung, wieso der nicht funktioniert. Wir haben jetzt halt immer eine 3-Achse dran. Oder ein Tridem. Das dürfte eigentlich der 39 mit 300 PS auch locker schaffen. Wir fangen jetzt tatsächlich gleich mal an mit dem Häckseln, wobei vorher muss ich euch noch mal ganz kurz was zeigen, und zwar die Felder oder Felder technisch haben wir alles wieder das gleiche wie vorher, die BGA, hier, das ist halt eben noch wegen Startup und so weiter, da habe ich mal den falschen ausgewählt, deswegen haben wir das noch im Besitz. Also ist eigentlich alles gleich geblieben, Feld 80 ist, so ein Sojabohnen drauf, Feld 86, oh. Ja, das muss ich dann holen, und dann vielleicht habe ich Feld 86 vergessen zu kaufen. Shame on me. Ja, werde ich dann nach der Aufnahme gleich nochmal machen, dass wir das dann auch wieder haben. Wir starten den Motor vom Heckle. Da waren wir ja nämlich als letztes bei. So, Cosplay ist auch schon vorhanden, passt. Fahrst du nochmal rein, warte auf mich. So, Radio. Boah, was ist das denn? So, das ist meine Musik hier. Das wäre mal mit Rock, Alter. Nee, nee, nee. Ach, dann brauchen wir nicht. Jetzt sind wir verführt, die Stern zu machen. So. Buschen mag sich schon wieder halten, meinen Traktor rein, Alter. Nee, nee, nee. Und ja, der Jago ist bis jetzt auch noch gemietet. Aber wir haben noch 261.000 drauf. Ich muss mal gucken. Da könnt ihr auch gerne mal entscheiden, was wir eher machen sollen. Sollen wir uns ein paar Schweines kaufen oder auch Kühe? Weil wir haben jetzt tatsächlich starthoftechnisch ja auch einen ganz kleinen, die ganz kleine Kuhweide mit dabei. Also sprich, steht Kühen und Schweine nichts im Wege. Oder genau, oder entweder Kühe, Schweine oder den Jaguar als erstes kaufen. Mir ist tatsächlich relativ gleich, weil den Jaguar haben wir eigentlich so gut wie immer im Einsatz, außer wir haben einfach kein Geld. So, hier wieder rum. Also jetzt zu knapp 50% vollen Besitz hat der Fendt hier noch keine Probleme. Also ist, glaube ich, ganz gut, dass es schafft. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass in Beirut, genau, jetzt habe ich wieder ganz kurz nachgucken müssen, dass da die Explosion war, oder die große Detonation, Explosion, nennt es wie ich will. Ja, dass da eine riesen Explosion war. Und dass sogar in 20 Kilometer Entfernung noch die Scheiben zersprungen sind, das ist schon krass, Alter. Aber es ist halt einfach eine komplette Schiffsladung am Hafen von, was war es denn jetzt gleich wieder? Oh, nicht Glycerin, sondern... Boah, das fällt mir nicht mehr ein. Auf jeden Fall auch, was wir hier in unserem, wenn wir hier was auch Dünger auf die Felder streuen, was da auf jeden Fall auch vorhanden ist, oder auch in Dynamit. Und das ist da explodiert. Trump hat natürlich gleich wieder gedacht, um seine hochgesetzten Kollegen, ja, das war eine Bombe, da hat jemand einen Bombenanschlag gemacht und so weiter. Oh, die sind voll. Plane hat er keine. Es soll jetzt kein Hate oder so sein, aber er ist natürlich wieder gleich auf Bombe gegangen. Ich weiß gar nicht, ist es genau geklärt, aber ich glaube, es war keine Bombe. Und man kann es, das heißt, normal explodiert. Ist einfach explodiert, sagen wir so. Hey. Also. Der hat mich aber nicht ganz voll gemacht. Hier ist doch noch Platz. Also Jungs.
Aber gehen auch locker nochmal 10.000 Kubik, 10.000 Liter rein. Aber ohne Probleme. Für dich auf jeden Fall. Da haben wir oben noch voll viel Platz. So. Und naja, genau, den Xerion plus Schiebeschild und so weiter habe ich auch schon runter zu BGA gefahren. Und weil ich gefragt, der hat den Xerion vergessen. Oh nein! Nein, nein, ich habe. Oh, Auto. Ich habe ihn nicht vergessen, der steht nur schon unten. Das ist die Frage. Fahre ich den zwei hinterher? Ja, die werden da vorne dann eh abbiegen. Hoffe ich einfach mal. Oh Gott, mit der Hupe kann ich ja nichts bezwecken. Okay, der Bedumme ist schon mal weg. Er hier. Ah, ein bisschen Speck blinkt, aber er ist weggefahren. So. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen mehr ausholen, weil wir jetzt den Tridem hinten dran haben. Und das heißt, wir sind ja um die Kurve und nicht mehr ganz so wendig wie vorher. Das ist ein bisschen super optimal, wenn wir die Kurve zu eng nehmen und dann irgendwo an der Mauer dran kleben. So. Also wir haben jetzt hier 52.000 Liter drinnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt beim alten drin waren. Aber ich hätte gedacht, da ging 55 rein. Hätte ich jetzt gedacht. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich gucke gleich nochmal nach. So, da sind wir an der BGA angekommen. Ja, da liegt jetzt auch schon ein kleiner Streifen drin, weil ich den mal getestet habe, ob es denn funktioniert. So würde ich beginnen ungefähr, ja. So sieht es ganz gut aus. Und ja, die andere, ich habe auch die Standardsiedel sind platziert, weil die, wo jetzt. Oh ja, wir sind zu schnell. Da haben wir tatsächlich auf der Gemeinderade ein bisschen angewöhnt, ein bisschen schneller durchzufahren. Aber ich drehe mal nochmal und mache auf der ganz rechten Seite auch noch ein bisschen was hin. Aber ja, hier muss ich mal angewöhnen, die sind ein bisschen kürzer. Ja, und die Standardsilos von der Stadtenbach hier haben wir einfach. Was heißt nicht gefallen, aber mir war da einfach erstens so, wie sie platziert waren, haben sie mir nicht gefallen. So von BGA zum Feld rüber. Und zweitens, die waren so schmal, ich glaube, wir hätten da mit dem Schiebeschild, was jetzt der Xerion da dran hat, nicht reingepasst. Wenn mich irre, tut es mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir da reingepasst hätten. Also laut meinem Gefühl. Oh oh. Oh oh. Das war hier so nicht geplant. Fendt, jetzt kack mich ab. Sperren, bringt nichts, Allrad, jetzt ab. Geht doch, was ist denn da schon wieder für ein Haufen, dass wir da nicht drüber kommen? Meine Güte. So. Das gucken wir noch ganz kurz nach, weil das würde mich jetzt doch interessieren, wie viel denn der alte Strautmann Platz hatte. Da ist er. Ach, der hatte nur 42.000 Liter. Na, siehst du, da habe ich mich getäuscht. Okay, dann haben wir jetzt auch ein bisschen mehr mit, okay. Das hätte mich auch schon gewundert. Ja, da steht eben der Xerion. Also jetzt gar nicht, habe ich ihn hinten ein paar Last draufgegeben? Aber ich glaube schon. Oh, was ganz Wichtiges hätte ich noch vergessen. Zwillingsbereifung hätte ich ihm noch draufziehen können. Ja, das können wir noch machen, das ist ja nicht das Problem. Ja, lassen Sie mich danke. Oh, ja, ein bisschen eben rausgekommen, zum Glück sind wir schon leer. Ich fahre jetzt nicht die ganze Zeit hinter diese lahmen Tüte hier hinterher. Da hole ich schön. Der Typ ist jetzt suboptimal am Berg zu überholen. Oh! Der läuft aber auch nie über einen Fußgängerüberweg. Oh. Okay, ich hätte von jetzt weiter vorne muss ich reingehen. Ja, da ist einfach so Fußgängerüberweg und der denkt sich mal, nö, ich laufe mitten über die Kreuzung. Läuft bei ihm, Alter.
Aber das ist bis jetzt immer noch nicht frecher, dass die einfach solche Pinüppel sind, damit man den Weg da nicht nehmen kann. Das wäre eine komplett voll gute Abkürzung. Aber mal. Da kommen wir nicht zum Mauer. Außer in der Nacht- und Nebelaktion. Mit der Planierer abbekommen und ganz das Flupp. Oh, scheiße, da war vielleicht mal ein Pinüppel, jetzt ist er weg. Oh nein, sowas machen wir doch nicht. Ich habe gerade gedacht, ich bin vorbeigefahren, aber wir können hier vorne auch noch mal reinfahren. Ah, gut. So, da kommen wir wieder, Herr Häckslerfahrer. Fällt mir eigentlich mal rein. Das kurz machen. So. Warte mal, ich kann einmal den Tempomat ein bisschen runtersetzen auf 10 km/h. Ich könnte das nicht auch mal auf meine Seitenkonsole beleben, fällt mir gerade ein. Oh, das war natürlich. So. Für das kleine Stückchen, da hat mir Tempomat nicht mehr viel genützt. Warte mal, man kann die Bordwände ja von dem hoch und runter fahren. Kann man das hier auch machen? Ach, es geht sogar. Lol. Oh. Ja, das ist wieder vorne. Naja, deswegen wird er wahrscheinlich nicht bis ganz oben hin vollladen. Weil wenn die wenn die rechte Bordwand ein bisschen tiefer ist, dann würde das ein bisschen komisch aussehen, weil es dann eigentlich rausfallen würde. Deswegen geht es nur bis zu dem Ende vom weißen oder silbrigen Teil. Ah ja, da haben die Leute schon scheinbar schon drin mitgedacht. Und ja, falls die Frage aufkommt, es ist ein Standardwagen. Kein Mod, ist sofort, wenn ihr den 19er startet, vorhanden. Ich glaube, das ist ein bisschen nahe dem Schneidwerk dran gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorgewände wir hatten, aber ich glaube 3 oder 4 Vorgewände haben wir damals eingestellt. Ich glaube 3. Aber damals habe ich gemeint, wir hatten nur 2, aber dann waren es doch ein paar mehr. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich brauche eigentlich kein Tempomat da oben. Vorne fahren wir eh wieder eine Kurve. Aber es kommt gut, weil es runter von dem Feld. Ich muss dazu sagen, er war natürlich auch noch im vorletzten Wachstumsstadium. Oder letztes Wachstumsstadium ist eigentlich. Und. Oder Wachstumsstadium ist Stadium 4. So, jetzt dann ist richtig. Genau. Und da kommt natürlich auch noch gut was runter, damit gedüngt. Das gibt einen ganz guten Ertrag. Ja, haben wir eine Dame als Fahrerin. Funkgerät haben wir hier keins drin, okay. Oh, wir sind voll. Hätte jetzt einfach ein paar absäumt. Okay, mit dem Tridium sind wir dann auch nicht mehr so wendig wie vorher. Natürlich auch nicht zu schnell, ich brauche immer wieder die Kurve drin. So.
Das heißt, wir kommen mit der zweiten Folie zu unserem Silo und dann haben wir schon 100.000, ne, warte mal, 104.000 Liter, dann sind es ganz genau, 104.000 Liter Frischmais darum liegen. Genau, und dann können wir auch noch mal wieder Grasballen machen. Oder was heißt Grasballen? Silageballen. Oh, das heißt, da kommen wir ganz gut dann Kohle noch mal rein. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, können wir sogar uns Schweine und den Lexion, sag ich schon, den Jaguar kaufen. Aber wir müssen natürlich nicht. Und wenn wir das durch die Pegas so richtig viel Geld einnehmen, dann werde ich da auch nicht mehr so viel machen, weil da wachsen wir dann zu schnell voran. Und das will ich dann natürlich auch nicht. Weil nicht, dass das Projekt dann nach 30 Folgen schon keinen richtigen Spaß mehr macht. So, ich mache schon mal vorsichtshalber gleich mal Allrad an. Falls wir irgendwann eine Wand wieder kleben bleiben sollten. So, entladen und diesmal dran denken, langsam fahren. 10 km/h. Mag. Oh. Ich hab das auch ein bisschen zu wenig Gas gegeben. Kann natürlich auch passieren. So. Hm. Oh. Hier ist ein bisschen steiler Hang. Da sind wir gleich hängen geblieben. Alles. Okay, wir kommen nicht rum. Das heißt, für uns wollen wir schon mal früher einlenken, bevor die Hecke kommt. So, wir schauen mal. So, der Buschen. Das geht jedes Mal, wenn man da reinfahren, umgefahren. Also normalerweise wäre jetzt schon längst weg, aber gut. Das Game haben wir diesmal keinen, der über die Straße läuft, ohne zu gucken. So, das heißt hier wieder links drin. Wir könnten natürlich jetzt auch zu unserem Hof fahren und dann da hoch, ist aber glaube ich ein bisschen Umweg. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, das hier ist schon die direktere Verbindung. Oh Gott, auch noch. Ich würde hier vorne die Straße wieder ein bisschen breiter. Dann müssen wir uns beeilen, wenn wir noch vor dem nächsten Auto wieder hier reinkommen. Aber ging. Na, da wäre schon wieder der nächste gekommen. Da müssen wir auch dran denken, dass wir, wenn wir das Feld runter gehäckselt haben, dass wir dann auch direkt irgendeinen Traktor hier ansetzen, damit das hier flügt. Ich glaube, der Flug braucht dann jetzt 230 PS oder irgendwie sowas. Ich glaube, das dürfte sogar der Kleine wird es nicht schaffen. Aber der Premium, der Große, wird es glaube ich schon schaffen. Ich glaube, der hat 250 PS. Glaube ich. Ansonsten muss halt entweder der Steyr oder der Fan dran. Oder der Xerion, wobei ich glaube, der Xerion ist ein bisschen overpowered. Mit 380 PS oder was er hat. Die Dame, was man. Ah, okay. Jetzt habe ich da reingefahren. Das lange Auswurf, wo Entladerohr ist schon immer eine gute Wahl.
Was mir gerade eingefallen ist, gibt die ja auf der einem Stammbach auch einen Ballenverkauf oder wie sich da auch immer nennt. Und zwar ist da, glaube ich, nämlich hier unten bei der Scheune, genau die Scheune. Und da würde es mich tatsächlich mal interessieren, wie viel es denn dafür einen so einen Ballen gibt. Da können wir einfach mal einen probemäßig hinbringen. Mal gucken, ob es da ein bisschen mehr, ob es mehr oder weniger gibt. Das andere ist bei der BGA, kriegen wir noch wieder ein bisschen Gerätstärke raus. Aber wenn wir häckseln, bringen wir da auch Gerätstärke zusammen. Aber wir gucken einfach mal. Außer ich habe da auch Erfahrung, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir das nicht extra ausprobieren. Mir wird es zwar keine Probleme bereiten, aber ist immer doch sehr freundlich von den Leuten, wenn sie es wissen und schon gleich mal mir auch sagen. Ach, die war eigentlich gut genug drauf geguckt. 90% haben wir jetzt drinnen. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, schon voll. Oder? Bisschen weiter vorne? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Aber mit der Bahn hier werden wir, glaube ich, auf, ja, werden wir auf jeden Fall voll. 98, 99, komm schon. 100, perfekt. Ey, du hast aber ein bisschen was stehen gelassen. Oh. Er hat überall ein bisschen was stehen gelassen. Ich bin gerade drüber gefahren. Egal, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Da war noch eine Pflanze. Alles super gemacht. Ich müsste tatsächlich auf die Ecken auf scharf umstellen und nicht auf rund oder normal. Weil es sind dann doch immer 100, 200 Liter, die wo da stehen bleiben. Hört sich jetzt zwar nicht viel an, aber im Großen und Ganzen macht es dann schon mal schnell ein paar tausend Liter aus. So, daher, ich überhole sie jetzt, weil sie mir tatsächlich noch zu weit von der Ortschaft entfernt. Der Fendt hier läuft auf 55. Normalerweise laufen die Traktoren im LS standardmäßig oder so, oder auch nicht standardmäßig, teilweise immer 53 und dann ist eigentlich Ende. Aber er hier läuft tatsächlich 55. Ja, auch nicht schlecht. Haben natürlich auch die großen Schlitten drauf. Da gehen ja schon noch ein paar kmh mehr, als wie normalerweise angegeben. Wie viele Leute hier immer unterwegs sind. So. Na ja, rechts sind noch die im Wachstum seine Baumwolle, die vorher beim letzten Mal schon reif war. Aber die Sonnenblumen sind auch schon reif, also genauso wie vorher. Aber ich glaube, wir müssen da schon mal mit dem Xerion drüber heizen. Weil das sieht nämlich tatsächlich ein bisschen leicht holprig aus da vorne. Und auch die hinten. Ja, die Silos auf der Gemeinde Rade sind da um einiges länger und ist dann natürlich ein bisschen bequemer. So, das heißt, Fendt hier parken, rüber hasseln zum Xerion. Zack. Allradlenker, zack. Ist jetzt praktisch, weil es einfach Knopfdruck und dann funktioniert das Ganze und nicht wieder irgendeine Taschenkombination drücken. So, wir klappen das Teil mal aus. Das hinten auch. Ah, genau, ich habe sogar dran gedacht an den Ballast. Perfekt. Gott, auch schon ein bisschen. Aber warte, ich muss das einmal hier. Das hinter wir erstmal runterlassen, so. Und dann können wir das vordere nicht senken, aber auswählen, so. So.
bisschen platt von hier das Ganze. So, mal ganz kurz gucken. Bestimmt 174.000 Liter, okay. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ein bisschen was nach draußen ist und nicht angenommen wird wahrscheinlich. Weil wir haben eigentlich zweimal 42.000 Liter Anhänger dahin gebracht. Und nach meiner Rechnung sind es über 100.000 Liter. Oder warte mal, habe ich mir das gerade verguckt? Oh. Ja, was mir gerade eingefallen ist, ja schon die dritte Ladung. Dann passt es wieder. Das war jetzt gerade nicht ganz so gut. Aber Leute, das müsst ihr mir nachsehen. Es ist schon relativ spät und es hat wieder mal tausende Grad hier in meinem Zimmer. Oh, ich hätte eigentlich die Klima anmachen können. Egal. Aber ich habe es doch immerhin selber noch gecheckt, also zwar ein bisschen später, also wie ihr gesollt, aber ich habe es noch gecheckt. So wie in den Matheaufgaben damals immer was. So. Oh ja, das funktioniert relativ gut hier mit. Da hinten die Walze, die bringt glaube ich wirklich was. Die hatten wir auf der Gemeinde, die haben wir auf der Gemeinde gerade auch im Einsatz. Und deswegen haben wir gedacht, ja, ich probiere sich einfach auch mal aus, aber das funktioniert wirklich gut, finde ich. Und wir haben ja nicht mal Zwillingsbereifung drauf auf dem Xerion. So. Ja, das was draußen liegt reinräumen, das tun wir dann zum Schluss. Weil am Schluss ist vorne wieder so ein hoher Haufen, dass wir wieder nicht richtig raufkommen. Aber ja, das sieht tatsächlich schon viel, viel besser aus. Da kann man schon wieder relativ angenehm drüber fahren. Ja, da war ich jetzt hinten wieder einmal nach hinten und nachher stellen wir den wieder auf die Seite. Weil das passt, so wie das hier ist. So, passt. Ja. Gut gesagt. So, Rundumleuchte aus. So, und auch morgen nehme ich hier dann mit der nächsten Folge weiter, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.